Hallo, ich begrüße Sie hier zum Vortrag Creative Commons Clips als Basis für Bildungsmaterialien einsetzen können. Das ist ein Fallbeispiel, was ich hier am Ende bringe zur Fort- und Weiterbildung von Lehrenden. Das heißt, das können also Lehrer sein, das können Ausbilder sein, vielleicht auch Studenten, die Lehramtsstudiengänge besuchen. Da habe ich in einer Präsentation, die auch verlinkt ist, das findet ihr in der Beschreibung. Da habe ich hier das Konzept VHS 2.0 erwähnt. Ich selbst verwende dafür einen anderen Namen, aber VHS, Volkshochschule, das kennen die meisten und Learning as a Service, das ist also schon sehr neudeutsch, deshalb VHS 2.0. Dieses ist ein magisches Dreieck, das kann man sehr gut für diesen Zusammenhang darstellen. Im Mittelpunkt, also in dem Dreieck in der Mitte, was hier gelb hinterlegt ist, da stehen die Lernenden. Und da geht es dann darum, die Zusammenhänge zwischen den Bildungsmaterialien, die oben im Dreieck stehen, und den Lehrenden, die links unten im Dreieck stehen, und der Vermittlerin, der Backend-Datenbank, KI-basierend, die das Ganze optimal zusammenbringen muss. Das will ich aber dann noch konkreter erklären. Das hier ist erstmal das Grundmodell im Zusammenhang mit der Präsentation VHS 2.0. In unserem konkreten Fall geht es ja um die Fort- und Weiterbildung von Lehrenden. Wer das ist, habe ich ja eben schon gesagt. Jeder, der anderen was beibringt, kann das sein. Das könnten auch Nachhilfelehrer sein. Oder Schüler, die anderen Schülern was beibringen möchten. Gegenstand dessen, was also hier thematisiert wird, sind die CC BY-Clips vom ZDF. Die sollen interaktiv gestaltet werden, damit man da mehr aufnimmt, als man sonst beim Fernsehkonsum aufnimmt. Und es soll auch möglich sein, falls man das wünscht, Selbsttests oder Lernzielkontrollen damit vorzubereiten. Das kann man ja machen, indem man das dann in Moodle-Plattform einbindet. Dann haben wir die lernenden Lehrenden, das heißt also Lehrer, die sich fortbilden, die stehen hier im Mittelpunkt oder Ausbilder. Links unten, da stehen die Lehrenden, das sind die, die solche Fortbildung schon besucht haben. Am Anfang sind das nicht allzu viele, ich zum Beispiel, weil ich das schon seit Jahrzehnten mache. Also nicht Lehrer zu unterrichten, kommt auch gelegentlich vor, aber dass ich also Fach- und Führungskräfte unterrichte, die eben auch Ausbilder sind. Die dokumentieren dann, wenn sie diese Kompetenzen weitergeben möchten oder bereit sind, die weiterzugeben, dann dokumentieren sie das auch in ihrem Profil oder LinkedIn-Website oder LinkedIn-Profil. Dann haben wir hier rechts unten die Backend-Datenbank und die unterstützt das Ganze, wenn man das jetzt als Prozess darstellt, die unterstützt das Ganze, indem die richtigen zusammengebracht werden und auch die richtigen Materialien vorgeschlagen werden. Also damit können dann die neu dazukommenden Lehrenden, Lernenden oder umgekehrt, die können dann schauen, in welche Gruppe solltest du gehen oder wo solltest du schauen, dass du reinkommst, wer ist der passende Mentor. Und das ist also, was hier die KI in diesem symbolischen Dreieck hier übernimmt. Ich habe natürlich die KI auch genutzt, um diesen Vortrag vorzubereiten, aber ich bitte dann immer, nachdem ich die Idee habe, die KI dieses zusammenzufassen, damit das schneller geht. Also ich will mal so sagen, 70% des Arbeitsaufwandes übergebe ich an die KI und so, als wenn ich hier Assistenten hätte, so wie der Taschenrechner vor Jahrzehnten als Kalkulationshilfsmittel eingesetzt wurden. Wir müssen natürlich weiterhin Kopf rechnen können, wir müssen auch weiterhin denken können, aber die KI hilft uns dabei, effizienter zu sein. Und da habe ich hier links in dem Bild meine Webseite, wo es da um Lars geht, untergebracht und habe die KI gebeten, mit der Aufforderung, konzipiere eine Fort- und Weiterbildung für Lehrende unter Aspekten des Konzeptes des Flipped Classroom und des Inverted Classroom. Das ist ja mancher beide praktisch das Gleiche. Und die KI hat dann geantwortet, das ist alles richtig, was hier bei den 5 Punkten steht, aber das, wo es bei mir in diesem Beispiel geht oder besonders geht, ist,
Die technische Schulung, das muss natürlich Basis sein. Ohne Kompetenz bei der Digitalisierung und Informationstechnologie, da kann man nicht kompetent mit KI umgehen. Also technische Schulung und das andere ist am konkreten Beispiel die Erstellung von Lernmaterialien oder Lehrmaterialien zu üben. Das kann man sich hier in Ruhe anschauen, wenn man das Video anhält. Ich will das also jetzt nicht vorlesen. Wir haben jetzt Anfang Oktober und da habe ich mal geschaut, was gibt es denn da an Materialien, die für die Schule geeignet sind. Da wird man überraschenderweise beim ZDF fündig. Creative Commons Clips der Woche. Und passend zum Anfang Oktober haben wir hier auch den Trabi, der ja letztendlich ein Kultauto war und auch heute noch viele Menschen anspricht. Ich finde ihn auch faszinierend, wobei ich eben als erstes Auto einen Käfer gefahren habe, aber das war eben das Kultauto im Westen, der Trabi war das im Osten. Dann haben wir hier einen weiteren Clip, der ja auch interessant ist, im Bereich der Naturwissenschaften, CO2-Entstehung bei der Kraftstoffverbrennung. Da ist auch ganz gut was dargestellt. 1 Liter Benzin entspricht 2,5 Liter CO2, wenn er verbrannt wird. Und das ist natürlich eine Sache, kann man im naturwissenschaftlichen Unterricht unterbringen, um das mal plastisch zu machen. Wenn jetzt eine Schülerin oder ein Schüler, eher eine Schülerin bei 50 Kilo, wenn die 20 Liter Benzin tankt und 2,5 ist das Verhältnis, dann kann man sagen, dann ist ihr Gewicht, wenn sie 50 Kilo wiegt, das, was sie durch diese Tankfüllung eben in die Atmosphäre freisetzt. Das war früher unter der Erde, ja Millionen, und jetzt ist es durch die Tankfüllung, die dann im Auto verbrannt wird, 50 Kilo CO2 mehr in der Atmosphäre. Und das ist natürlich in dem Clip gut dargestellt und das kann man natürlich dann gleich als Übung verwenden. Ich will das gleich mit dem Trabi zeigen. Damit man auch die Basis kennt für CC-BY-Clips, da habe ich hier die ZDF-Seite zu diesem Thema zitiert. Ich stelle sie auch im linken Teil des Bildes dar. Man kann das nachlesen und das ist also dann möglich. Ihr könnt das notfalls anhalten, wenn ihr keine Lust habt, da lang zu suchen. Kann man ja auch so lesen. Die Links zum Nachlesen, die seht ihr hier rechts oben über meinem Kreis, wo ich da spreche. Und wenn man eben diese Links anklickt, die ihr in den Beschreibungen zum Video findet oder immer in meinen Beschreibungen in diesem Zusammenhang, dann seht ihr das auch im Original. Also da sind hier Beispiele genannt. Hier das dritte, das ist also eine DIN A4-Seite, die ich hier zusammengestellt habe. Passt aber eben nicht im Querformat so gut darauf. Das Wichtigste hier ist, wenn ihr sowas macht, links unten in diesem Rahmen, da seht ihr, wie die Autoren angegeben werden müssen, wenn ihr solche Clips verwendet. Dann ist das also euch im Wesentlichen ganz freigestellt, wie ihr die verwenden wollt. Ich werde gleich bei dem Beispiel, was hier folgt, zeigen, wie man diesen Clip mit dem Trabi nimmt, um damit dann die Transkription vorzuführen, die dann fehlerfrei erstellt wird durch meine geistige Arbeit. Also ich sehe, wo die Zeichen gesetzt werden müssen, welche Worte vielleicht falsch rüberkamen, weil diese Clips, die sind unbearbeitet, was also die Transkription betrifft. Und dann werde ich diese bearbeiteten Transkripte, die werde ich also dann zusammenfassen. Ich werde auch zeigen, wie man die in beliebige Sprachen, das heißt, beliebige sind fast alle Menschen damit abgedeckt, also so über 100 Sprachen kann man da bei YouTube auswählen. Wenn das deutsche Transkript korrigiert ist, dann wird das verwendet, um mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also maschineller Übersetzung, das in praktisch jede andere Sprache zu übersetzen. Das werde ich zeigen. So, das ist also jetzt hier das vom ZDF. Jetzt geht es natürlich auch darum, wie könnt ihr sehen, wie das gemacht wird. Ich selbst bin ja schon lange aktiv. Das habe ich in einem anderen Vortrag schon gesagt. Also seit Zeiten lange vor der Pandemie beschäftige ich mich mit der Effizienz von Computerkursen bei Volkshochschulen. Und hier habe ich dann auch einige Beiträge, die findet ihr ganz einfach mit welcher Suchmaschine auch immer. Wenn ihr meinen Namen Konrad Rennert eingebt und H5P, das ist also das Zaubertool, um da aus YouTube-Videos zum Beispiel interaktive Videos zu machen. Man kann aber auch noch ganz andere Dinge damit machen. Wenn ihr Kahoot kennt, diese
Quizplattform. Das ist alles mit H5P machbar. Nur dann müsst ihr also nicht bei Kahoo irgendwas zahlen. So, ihr findet meine Clips und meine Anleitung, wie das denn konkret gemacht wird. Ich will das jetzt zeigen, wie die Ergebnisse dann beim Trabi aussehen. Die Umsetzung, wie gesagt, findet ihr rechts in diesen vier Videos. Da kann man dann draufklicken. Da ist ein Fallbeispiel, das ist eigentlich am besten geeignet. Vor 80 Jahren wurde die Edertalsperre bombardiert. Heute kann man wieder auf dem See rumfahren und kann also auch interessante Dinge sehen. Und da habe ich mal in diesem Sommer Videoaufnahmen gemacht und daraus dann gleich Bildungsmaterialien abgeleitet. Auch die Verlinkung zu dem Video, wo die zerstörte Sperrmauer dann zu sehen ist. Zum Sperrmauer-Video, da gibt es eine umfassende Dokumentation, die könnt ihr euch dann also auch anschauen. Hier will ich es in der Kürze beim Trabant erklären. Ich habe hier meine persönliche Website mit dem Beitrag, wie er am 3. Oktober dann erscheint. Und wir sehen hier unten die Bedienelemente, die ich jetzt gleich erklären will, auch dieses, wo Reuse steht oder H5P. Aber fangen wir erstmal an, dass ich zeige, was wird aus diesem Video, was ich hier vom ZDF übernommen habe als CC BY Clip. Ich mache das mal im Vollbild, dann sehen wir nur noch die Zeitleiste hier unten mit den Stellen, wo die Quizze kommen, also wo die Interaktivität stattfindet. Ich starte das Video hier mit dieser Schaltfläche, kann das auch hier machen, ist beides identisch. Und ja, den Ton hatte ich abgeschaltet. Wir sehen, hier ist jetzt der Text in Deutsch. Das, was ich da so sage, alles schön in Deutsch. Ich gehe mal ein bisschen vor. Jetzt sehen wir, hier kommt jetzt das mit dem Grippe aus Stahlblech und Kunststoffteile aus Duroplast. Ich habe die Möglichkeit, die Sprache umzustellen, zum Beispiel auf Englisch, habe ich gerade getan. Jetzt sehen wir, ist das hier in Englisch oder auf Ukrainisch. Und dann kann man das also entsprechend dieser Sprache mitlesen. Wie ich das gemacht habe, wird dann in der Folge noch gezeigt. Ich will ja erstmal die Funktionalität zeigen. Wir nähern uns dem ersten Quiz. Das ist hier im Augenblick dieser Kreis. Und wenn ich dieses Quiz erreiche, dann hält das Video automatisch an. Jetzt zum Beispiel. Jetzt kommt also die erste Quizfrage. Das sind also 5, die ich hier bei diesem ersten Komplex habe. Woraus besteht das Karosseriegerippe? Und da weiß ich noch, Stahlblech. War richtig, sehe ich am grünen Haken. Ein paar Sekunden später kommt die nächste Frage. Die äußere Hülle ist aus Kunststoff, aber ich beantworte es nochmal falsch, damit man sieht, was passiert. Man sieht, hier ist also durchgestrichen und es war ein grüner Haken beim richtigen. So, dann wird hier gefragt, wie heißt dieser Kunststoff? Duroplast, das war wieder richtig, deshalb der grüne Haken. Aus welchem Material ist Duroplast? Baumwolle und Kunstharzteilchen, das habe ich mir gemerkt. Das war ja preiswert zu beziehen. Warum wurde das eingesetzt? Der Westen verhängt gelegentlich einen Ausfuhrstopp, gibt es ja zurzeit auch. Und hier ist das auch gewesen um 1950. Und jetzt sehe ich, ich habe 4 von 5 Fragen richtig beantwortet. Ich kann das wiederholen, aber ich kann auch gleich weitermachen. So, jetzt geht das Video weiter und wir sehen hier den Text. Ich stelle das mal wieder um, dass ihr da auch was lesen könnt, nämlich mal Englisch. 1957, Into the Space, Sputnik. Und da nähern wir uns dem zweiten Quiz, also nochmal 3 Multiple-Choice-Fragen und dann ein Lückentext, der, den wir schon absolviert haben, der ist innen ausgefüllt. Die beiden sind das noch nicht. So, jetzt kommt die erste Frage, Multiple-Choice zum zweiten Komplex. Was war der Anlass für die Namensgebung des Trabant? Wir hatten gerade den Sputnik beziehungsweise den Trabantkreisen sehen. Das war die Raumfahrtbegeisterung. Dann wollen wir hier nochmal einen Fehler machen. Trabant bedeutet nicht Sieger, sondern Begleiter, aber ich habe es eben falsch angekreuzt.
So, dann geht's weiter. Was ist ein Trabant in der Astronomie? Das mache ich mal wieder richtig. Ein Himmelskörper, der einen Planeten auf einer festen Bahn umkreist. So, das war also auch richtig. 2 von 3 Antworten waren also richtig. Ich gehe dann auf Weiter. Jetzt dauert es nur eine Sekunde. Und schon sehen wir hier den Lückentext. Da kann man direkt reinschreiben oder man kann hier oben, ne, da steht es ja schon, welche Worte da eingesetzt werden sollen. Ich kann die Worte, die eingesetzt werden wollen, markieren mit dem Doppelklick und kann sie da reinziehen. Das habe ich hier gerade getan. Ich kann aber auch hier direkt reinschreiben. Da schreibe ich jetzt mal Baumwolle rein. Das ist natürlich falsch. Ich will ja zeigen, was passiert. Duroplast ziehe ich noch mal rein. Ihr seht, wenn ich da doppelt draufklicke und ziehe das rein, dann bleibt das auch stehen. Billigprodukten. Das war eben, da erinnere ich mich, Baumwolle zum Beispiel. Das nehmen wir hier noch mal. Und bei dem Rest, also wenn hier nicht voll angezeigt werden kann, das steht da trotzdem drin. Man kann das so nach rechts scrollen. So, und bei dem Rest, da schreibe ich jetzt einfach mal was rein oder lasse es einfach frei. Ja, schreibe ich einfach was rein oder lasse es frei. Klick dann auf Überprüfen und jetzt sieht man, aha, wo ich 50er Duroplast und Baumwolle reingezogen habe. Das war auch richtig. Man sieht, man kann die Begriffe mehrfach verwenden. Jetzt möchte ich aber zeigen, was war denn richtig? Lösung anzeigen. Und das geht nicht, weil hier steht, bitte fülle alle Lücken aus, um die Lösung ansehen zu können. Das heißt, ich muss also an der Stelle, wo noch keine Lösung steht, das ist hier, da muss ich irgendwas reinschreiben. Und dann kann ich auf Überprüfen klicken. Es fehlt noch eine, da unten. Wird aber auch genau genommen. Überprüfen. Und jetzt Lösung zeigen. Jetzt war es auch richtig. Also hier gehört Stahlblech hin, hier die Raumfahrt, Trabant entspringt der Raumfahrtbegeisterung, ins All, Sputnik, ihm zu Ehren und dann Trabant auf Deutsch Begleiter und Planeten auf einer festen Bahn umkreist, so wie der Mond die Erde. Also hier habe ich dann nur 3 Punkte gemacht, und dann gehe ich hier auf Fortfahren und dann sah ich eben noch kurz die Copyright-Hinweise und jetzt schon die Auswertung. So, ich kann das mal zusammenrechnen. 4 + 2 = 6 + 3 = 9. 9 Punkte habe ich von, wenn man die zusammenrechnet, sind 16, 9 Sechzehntel. Ja, das hört sich so nach 4 plus an. Wenn ich das also jetzt als Klassenarbeit geschrieben hätte und 50% ist also die 4. So, das sehen wir hier. Das war also jetzt der Trabant-Test. 2-mal ein Komplex mit Multiple Choice, sehen wir ja hier auch, und einmal ein Lückentext, fill in the blanks steht hier. So, dann schließe ich das und kann das auch wieder zusammenklappen hier unten. Und dann kann ich hier den Rest erklären. Wir haben also gesehen, wie diese Leiste hier funktioniert. Wir sehen hier immer noch die beantworteten Fragenkomplexe. Wenn ich hier erneut das Ganze machen will, gehe ich hier einfach drauf. Und dann sehe ich, jetzt könnte ich also wieder von vorn anfangen, weil jetzt sind die also nicht mehr gefüllt. WordPress eignet sich also nur für Selbsttests. Wenn ich Moodle einsetze, und das könnt ihr mit diesem Test ja auch machen, ihr könnt den mit Reuse, das ist hier unten die Schaltfläche, herunterladen und bei Moodle hochladen. Und da könnt ihr die Einstellungen vornehmen, dass diese Punkte dann auch gespeichert werden. Dass man den Test nur einmal machen kann und auch die Lösung nicht sieht, das wissen die Moodle-Kenner unter euch. Das lässt sich also da entsprechend einstellen. Hier, wie gesagt, bei WordPress nur für Selbsttests geeignet. So, jetzt komme ich hier auf Reuse, hier diese Schaltfläche und auf H5P. Ihr könnt euch das, was ich hier also gerade gezeigt habe, einfach herunterladen. Wenn ihr auf Reuse klickt, dann sehen wir hier Download as an H5P-File. Kann man also auch gleich noch auf Deutsch umstellen. Ich gehe hier mal auf More Info, mehr Informationen. Und da lasse ich es mir mal auf Deutsch übersetzen. Und dann sehen wir hier die Hilfetexte. H5P herunterladen, man kann sie auch hochladen, man kann sie wiederverwenden. Es ist also alles hier beschrieben,
auch in Deutsch, ne, wenn man hier die Übersetzung eingeschaltet hat. Und das ist also hier selbsterklärend. Also selbsterklärend heißt, als ich mir das vor einem Jahr etwa angeeignet habe, habe ich etwa 2 Stunden gebraucht, bis da sich die ersten Fragen so wie hier dann erstellen konnte. Also man muss schon 1-2 Stunden investieren. Vielleicht geht es bei euch schneller, ihr seid ja wahrscheinlich auch noch jünger als ich. So, das ist also jetzt die Sache mit Reuse. Ich bin jetzt wieder hier, breche das hier ab. Dann habe ich hier außen noch H5P. Da klicke ich drauf und dann sehe ich hier, kann man auch wieder in Deutsch übersetzen, erstellen, teilen und wiederverwenden Sie interaktive HTML5-Inhalte in Ihrem Browser. Also da leitet sich auch H5P ab. H5P steht für HTML5 Package und das ist dann hier erklärt und wie man das dann startet, die ersten Schritte macht, die ersten interaktiven Videos erstellt, das ist also hier alles gut erklärt. Ja, hier sieht man auch noch, welche Plattformen unterstützt werden. WordPress habe ich eben bei mir gezeigt, Moodle habe ich auch schon gemacht. Die anderen habe ich mal von gehört, aber ich habe es dann noch nicht getestet, kann ich also sonst nichts zu sagen. Man kann ja auch das Ganze bei dem Unternehmen selbst hosten, steht ja auch hier unten noch was. Ich denke, das reicht jetzt, um zu zeigen, wie kann man hier diese Videos, die interaktiv gemacht wurden mit Fragen, wie kann man die nutzen und wie kann man sich informieren, wie man vorhandene H5P interaktive Videos weiterverwenden kann oder modifizieren kann, Fragen löschen, neue Fragen rein, ist ja alles damit möglich. Wie man Informationen über H5P bekommt, das steht hier rechts außen. Ich komme jetzt dazu, wie ich mit Hilfe des Trabant-Videos vom ZDF in diesem Fall, wie ich da eigene Produktion mitmachen kann, wie ich eigene Bestandteile ergänzen kann. Wir sehen das hier, ich will hier jetzt nicht Camtasia erklären, aber hier links, da habe ich einmal das Video, so wie ich es runtergeladen habe. Dann habe ich hier meine Einleitung und hier habe ich noch ein Bild, das wird zwischendurch und am Schluss angebracht, weil da stehen die Autoren drin. Die CC BY-Lizenz setzt ja voraus, dass man die Autoren nennt, diejenigen, die da die Rechte haben. So, wir haben hier diese 3 Teile, die habe ich dann hier unten auf die Timeline, so heißt das, auf diese Zeitleiste hier gezogen und dann gibt es da das Video. Ihr seht, wenn ich da mal so schnell drüber gehe, meine Einleitung, dann kommt hier dieses Bild, wo auch die Autoren genannt sind, dann kommt hier das Video mit dem Trabant, wo am Ende dann noch hier die Jahrfeier steht, am Ende der DDR und dann kommt hier nochmal dieses Bild, wo man unten in dem roten Rahmen die Autoren sieht. So, das ist also jetzt, was ich gemacht habe, will ich also jetzt nicht näher erklären. Den Produktionsprozess könnt ihr euch ganz leicht heraussuchen, habe ich in der Beschreibung auch angegeben, Hinweis auf Camtasia und da gibt es hervorragende Einführungsvideos. Was ich dann machen muss, ist das Ganze zu exportieren als lokale Datei, die ich dann bei YouTube hochlade. Will ich jetzt hier auch nicht zeigen, das wird nur Zeit dauern. Ich gehe jetzt gleich zu YouTube. Ich habe eben einen Schnitt gemacht. Das Video habe ich bei Camtasia produziert. Dann liegt es als MP4-Datei vor. Und dann habe ich es über diese Schaltfläche hier hochgeladen. Video hochladen. Das dauert dann ein paar Minuten und dann steht es bereit. Vielleicht eine Stunde später, vielleicht auch eher, ist das Transkript da, das automatisch erstellt wurde. Das wäre jetzt auch gleich abgespielt worden. Wir sehen ja schon, es wurde auch begonnen. Aber ich will jetzt das Transkript anschauen, was vorhanden ist und das auch bearbeiten. Schauen wir uns an, was da vorhanden ist. Das kann man hier unten machen über die 3 Pünktchen. Da klicke ich drauf. Die hat also auch jeder von euch. Da klicke ich auf Transkript anzeigen. Und dann kann man hier unten sehen, was da so an Einträgen schon gemacht ist, aber das, wo ich drauf hinaus will, ist auf diese Schaltfläche hier Transkript anzeigen.
In dem Moment sehen wir hier rechts vom Video das Transkript, und zwar das automatische. Das sieht man daran, Hallo ist noch klein geschrieben und dann würde normalerweise ein Ausrufezeichen kommen. Ich begrüße jetzt zum Vortrag, Punkt. Also man sieht, die Interpunktion, die fehlt noch. Und wenn ich dann mal nach unten gehe, dann sehe ich, hier sind auch noch kleine Fehler drin. Hier, das habe ich also eben schon mal angeguckt, ne? Deshalb kann ich das hier sagen. Künstlichen Erdsatelliten ins All, Punkt. Ihm zu Ehren, ne? Da kommt dann auch irgendwo noch mal der Name Sputnik vor. Also das Transkript ist zwar schon ganz gut, aber es ist noch nicht von mir bearbeitet. Also hier habe ich jetzt nur das automatisch Erzeugte. Wenn ich darauf klicke, möchte ich ja eventuell auch das von mir Bearbeitete haben oder die Übersetzung in vielleicht die wichtigsten Sprachen, Englisch, Französisch, Ukrainisch und was ich sonst so alles haben möchte. Also etwa 100 Sprachen kann man sich da ausdenken, die automatisch dann mit meiner korrigierten Version bedient werden. So, jetzt will ich das aber hier auf die Reihe bringen, dass ich das Transkript korrigiere. Ich klicke dazu auf Video bearbeiten. Und jetzt habe ich also auch das, was man als Autor oder als derjenige, der das Video hochgeladen hat, auf seinem Kanal vorliegen hat. Also das könnt ihr nur nachvollziehen, wenn ihr also auch selbst einen YouTube-Kanal habt. Ist aber keine Schwierigkeit, den zu bekommen. So, und dann gehe ich hier auf Untertitel, hier links, Untertitel, und da sieht man, das, was ich also hier vorliegen habe, das ist das automatische Transkript. Gestern habe ich es hochgeladen, Deutsch, Sprache des Videos, da ist aber noch nichts da, das kann ich nur hinzufügen. Hinzufügen tue ich das dadurch, dass ich sage, okay, automatische Transkript ist ganz gut, kopiere ich das und bearbeitet das. Klicke also darauf und jetzt kriege ich nochmal einen Hinweis, wenn hier schon mal was vorgelegen hätte, dann ist das jetzt zerstört, weil überschrieben. Ich klicke auf Weiter und da sehen wir das Transkript jetzt als Text. Das ist ja nicht allzu viel, deshalb habe ich das auch genommen. Hallo, ich begrüße hier. Also man kann das hier direkt korrigieren, wenn ich hier das Hallo schon mal hinschreibe. Dann sieht man, da ist jetzt schon das große H. Und wenn ich dann auf Timings bearbeiten gehe, dann sehe ich, dass hier steht das mit den Zeitangaben, wo die Texte eingeblendet werden. Wenn ich da also jetzt weiter korrigiere, Hallo, Ausrufezeichen und dann das Ich schreibe ich groß und dann mache ich noch zum Vortrag. Und dann steht da kreativ, steht da mit K, also das wird mit C geschrieben im Englischen, so wie es ja hier rechts auch sichtbar ist. Also das korrigiere ich dann, will ich aber jetzt nicht alles zeigen. Ich will zeigen, wie man hier auch noch was Fehlendes einfügen kann. Bei 1 Minute 17, da weiß ich, habe ich ja eben schon gesagt, dass da was nicht ganz richtig ist. Hier sollte Erdsatelliten stehen. Im Augenblick wird ja noch das Automatische angezeigt, was hier herkopiert wurde. Ich will aber jetzt mal zeigen, dass was da wirklich reingeschrieben werden muss, Erdsatellit und Sputnik und sowas, das fehlt. Ich gehe hier einfach mal auf Abspielen. 1957 schießt die Sowjetunion den ersten künstlichen Erdsatelliten ins All, Sputnik. Ihm zu Ehren. So, wir haben uns dieses kurze Stück angehört. Das heißt, da fehlen ein paar Worte. Und hier sehen wir, das sind 5 Sekunden, wo nichts gesagt wird. Die kann ich also auch nutzen, um da noch einen Text, der fehlt, reinzubringen. Also Erdsatelliten will ich erstmal korrigieren. E und dann Satelliten. So, das ist also jetzt, was hier gesagt wird. Jetzt soll hier aber noch die 5 Minuten ins All und Sputnik, wurde ja eben auch gesagt. So, und dann sieht man, dann wurde hier eine Zeit eingeschoben mit 2 Sekunden und da schreibe ich dann hin ins All. Und dann war da noch so ein Gedankenstrich und dann wurde Sputnik noch erwähnt. Sputnik. So, das habe ich also jetzt gemacht. Jetzt kann ich mir das nochmal anhören und wir sehen hier sehen wir ja schon, dass da ins All und Sputnik steht. Jetzt wollen wir noch hören, ob das zusammenpasst. Ich klicke nochmal da drauf, gehe nochmal auf das Dreieck. Right. 1957 schießt die Sowjetunion den ersten künstlichen Erdsatelliten ins All, Sputnik.
Ihm zu Ehren wird das neue DDR-Auto. So, das war's. Also so korrigieren wir jetzt alle Texte, die hier noch fehlerhaft sind oder wo die Interpunktion fehlt. Das ist aber recht überschaubar, was hier zu ergänzen ist. Und dann gehen wir hier auf Veröffentlichen. Und dann steht das hier, Deutschsprache des Videos. Das ist also jetzt von mir veröffentlicht. Und damit kann ich jetzt weiterarbeiten und beispielsweise Übersetzungen machen. Ich habe jetzt alles korrigiert. Also wir sehen hier die Interpunktion und Creative Commons ist auch richtig geschrieben. Dann klicke ich hier auf Veröffentlichen. Und jetzt liegt es vor, optimalerweise fehlerfrei. Jetzt will ich das aber auch noch in ein paar anderen Sprachen bereitstellen. Dann gehe ich hier auf Sprache hinzufügen und wähle mal aus, nehmen wir Englisch und Französisch. Chinesisch ist dabei, aber hier nehmen wir Englisch. Und da sehen wir, da ist also nur Hinzufügen eingetragen. Französisch machen wir genauso. Da ist Französisch. Und damit man auch mal was Exotisches sieht, nehmen wir nochmal Ukrainisch. Das steht ziemlich weit unten. Da ist Ukrainisch. So, das ist jetzt die Liste der von mir hinzugefügten Sprachen, die alle auf meiner manuellen Transkription, also das, was ich da korrigiert habe, basieren. Ich klicke hier mal bei Englisch auf Hinzufügen. Und da wähle ich jetzt gleich automatisch übersetzen. Und da sieht man, da sieht es auch schon so aus, die Interpunktion Using Creative Commons Clips as a Basis for Educational Materials und so weiter. Also da sehen wir hier die englische Übersetzung und da drüber und da drunter sind dann jeweils die deutschen Texte, wie sie da von mir eben gerade bearbeitet wurden. So, ich gehe dann auf Veröffentlichen. Und da sehen wir, Englisch ist also jetzt veröffentlicht. Das gleiche mache ich jetzt noch mit Französisch, damit man sieht, wie schnell das geht. Automatisch übersetzen und veröffentlichen. Und ich habe jetzt nichts mehr erklärt, aber ihr seht, das stand da auch schon drüber und drunter, das Französische über und unter den deutschen Zeilen. Und bei Ukrainisch, da machen wir das auch noch. Automatisch übersetzen. Sehen wir auch schon die kyrillischen Schriftzeichen. Dann gehe ich auf Veröffentlichen. Und dann ist das da und jetzt bin ich also fertig und kann das testen. Das heißt, wenn ich das also jetzt testen will, dann klicke ich hier auf das Vorschaubild. Hallo, ich begrüße Sie hier zum Vortrag Creative Commons Clips als Basis für Bildungsmaterial. So, ich habe das jetzt mal angehalten und ich will jetzt die Transkription rechts sehen. Da muss ich erstmal hier unten auswählen, Transkript anzeigen. Ich habe das ausgewählt und da sehen wir, hier stehen jetzt die deutschen Texte, also die korrigierte Transkription. Aber ich kann ja auch sagen, ich möchte das an der Stelle dann Englisch haben oder Ukrainisch. Nehme ich mal Englisch, weil das können die meisten dann noch nachvollziehen. Und jetzt sieht man, hier steht es immer noch Deutsch, weil ich habe das ja nicht hier unten umgestellt, sondern ich habe es nur hier umgestellt. Und wenn ich das jetzt abspiele, dann passen Sie auf oder passt auf. Ja, den einsetzen können. Das ist ein Fallbeispiel, was ich hier am Ende bringe zur Fort- und Weiterbildung von Lehrenden. Das heißt, der Trabant ist ein Kind der 50er und des Kalten Krieges. Wie bei jedem anderen Auto seiner Zeit ist sein Karosseriegerippe aus Stahlblech. So, jetzt sind wir hier beim Stahlblech. Das ist im Englischen diese Zeile und hier sehen wir, ist das, was hier als deutscher Untertitel eingeblendet wird. Ich kann mir das hier auch rechts auf Französisch anschauen. Da sehen wir es. Da sehen wir die entsprechenden Sätze in Französisch. Und Ukrainisch geht genauso wie die anderen 100 Sprachen, die dann noch in Frage kommen. Ja, das wär's. Diese Szene hier soll also da erstmal abgeschlossen sein.
Jetzt will ich mit Hilfe der KI zu dem Trabant-Video Multiple-Choice-Fragen erzeugen und auch Lückentext-Fragen. Das mit Multiple-Choice habe ich schon gestartet, damit das Video nicht so lange dauert. Ich habe das Video und den Beschreibungstext, den habe ich hier links. Ihr seht, das ist der Edge-Browser und Bing nehme ich da. Und da haben wir hier das, was ich hier als Frage formuliert habe. Das steht hier. Ne? Das sind anderthalb Zeilen. Erzeuge Multiple-Choice-Fragen zum Text aus dem Trabant-Video und nenne auch die richtigen Lösungen. Dann hat Bing mir etwas gebracht. Da bin ich nicht ganz mit einverstanden. Die erste Frage, die ist einfach falsch oder unglücklich gestellt. Woraus besteht die Karosserie des Trabant? Da wird nicht differenziert zwischen dem Grippe und den Außenteilen. Das Grippe ist aus Stahlblech. Und die Außenteile, die sind eben aus Duroplast. Das ist also hier in der ersten Frage falsch. Dann habe ich die Frage 1 als falsch angegeben. Nur das Karosseriegrippe ist aus Stahlblech. Der Rest der Karosserie ist aus Duroplast. Da habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Der Rest der Karosserie ist aus Stahlblech. Da muss Duroplast stehen. Also habe ich mich vertan. Aber das hat jetzt die KI gemerkt. An diesen ersten Satz hier muss man sich erstmal gewöhnen, dass sich die KI für Fehler entschuldigt. Das ist natürlich vom Menschen reinprogrammiert, weil das einen guten Eindruck macht. Aber dann kommt trotz meines Fehlers das Richtige heraus. Das Karosseriegrippe, das ist aus Stahlblech und der Rest ist aus Kunststoff. Und in der dritten Frage wird auch der Name des Kunststoffes, also des künstlichen Stoffes genannt, Duroplast. Und das andere passt alles, das hat ja auch schon beim ersten Versuch geklappt. Ich will das jetzt nicht näher erklären, was hier bei den anderen Fragen steht. Die sind jedenfalls alle richtig. Jetzt will ich aber noch zeigen, damit ihr also seht, was man da machen kann, eine Lückentextfrage oder es sollen Lückentexte hieraus abgeleitet werden. Und da schreibe ich hier unten rein, erzeuge auch passende Lückentextfragen. Punkt. Und mal sehen, was kommt. Ich klicke hier drauf. Ja, das hat gepasst. Ich habe jetzt zwischendurch nichts gesagt. Den kann man dann einfach kopieren und einsetzen, um daraus dann H5P-Fragen interaktiv in das Video einzubauen. Da zeige ich dann auch nochmal auf den Daumen nach oben. Damit die KI sich permanent verbessert, möchte sie auch eine Bewertung haben. Schön, dass die Antwort gefallen hat. Okay, das war dann diese Szene. Mit diesem Setzkasten, das heißt richtig dem Camtasia Storyboard, möchte ich nochmal die Zusammenfassung bringen, dessen, was so die ersten 40 Minuten dieses Videos gelaufen ist. Am Anfang des Videos sahen wir den Titel Creative Commons Clips als Basis für Bildungsmaterialien. Dann gehe ich hier mal voran und dann sehen wir hier noch das Dreieck in dem Zusammenhang. Das, was also hier Gegenstand ist, ist, wie erstelle ich solche Bildungsmaterialien und zwar konkret für eine Lehrerfortbildung oder eine Fortbildung für Lernende, Lehrende, also Lehrerfortbildung wäre vielleicht ein besserer Name. Und da haben wir dann diese CC BY-Clips des ZDF, die da zu gestalten sind und es sollen auch Lernzielkontrollen oder Selbsttests vorbereitet werden. Also das wird alles, das war alles hier Gegenstand. So, dann gehen wir hier mal weiter. Dann habe ich hier mit diesem Bild nochmal das Konzept in Erinnerung gebracht, was ich von der KI habe erstellen lassen. 5 Punkte sind es, 2 decke ich hier ab, technische Schulung. Ich erkläre also, wie habe ich das gemacht
Und wie erstelle ich diese Lehrmaterialien? Das ist also hier in der Rahmung. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir da gesehen, das ZDF, das steuert hier einen Teil der Materialien bei. Weil heute der Tag der Deutschen Einheit ist und der Trabant das Kultauto ist, was ich auch selbst mal kennengelernt habe im Zusammenhang mit neuen Freunden aus der DDR, aus der damaligen. Das wird hier beschrieben, was zu beachten ist aus Sicht des ZDF. Dann habe ich hier verwiesen auf meine früheren Produktionen, kann man sich anschauen. Dann geht es hier weiter. Wie kommen dann die Untertitel zustande? Wie gibt es diese Multiple-Choice-Fragen? Das ist also hier eingebaut. Ich habe also angefangen mit dem Ergebnis und dann wird anschließend gezeigt, wie wird mit Hilfe von H5P umgesetzt, was wir da eben im Ergebnis gesehen haben. Das ist also unterhalb des Videos, des Interaktiven zu sehen. Dann haben wir etwa in der Mitte des Videos, wie erstelle ich das Transkript und die Übersetzungen aus dem Bestandteil des Clips, sehen wir ja hier noch. Dann wurde gezeigt, wie hier die Sprachen ergänzt werden, die bei den Übersetzungen auf meinem bearbeiteten deutschen Transkript basieren. Und dann kommen wir hier zum letzten Teil. Da wird dann gezeigt, wie auf Basis des Transkriptes oder der daraus abgeleiteten Zusammenfassung, der Beschreibung des Videos, wie man damit dann Multiple-Choice-Fragen und Lückentext-Fragen erzeugen kann. Ja, da sind dann nochmal die Lückentext-Fragen. Das war die Zusammenfassung. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video dann ein bisschen dazu beitrage, die Möglichkeiten zu erfassen, was bieten diese Materialien vom ZDF, wie können wir sie mit eigenen Ideen kombinieren, wie können wir die KI einsetzen, um daraus dann interaktive Bildungsmaterialien zu erstellen. Die letzten Sätze. Wir haben also in diesem Video gesehen, wie man mit vorhandenen Materialien hochinteressante Bildungsmaterialien erstellen kann und das ganz legal, weil Fernsehkanäle eben auch manche Produktionen mit CC BY-Lizenz bereitstellen. So viel als Anregung zur Fortbildung von Lehrenden, die das noch lernen müssen, wie man das macht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.